In Zeiten, als Fernreisen gefährlich, unerschwinglich teuer und sehr zeitaufwendig waren, konnte man im Wiener Prater imaginäre Reisen unternehmen. Das Panorama, die Weltausstellung, die sogenannten Völkerschauen oder Venedig in Wien, also alles Themen, die auch in einzelnen Kapiteln vorkommen, vermittelten ihren Besuchern für ein geringes Eintrittsgeld Einblicke in fremde Städte und unbekannte Kontinente. Aber auch kleinere Geschäfte boten im Prater Reiseillusionen an. Eine der einfachsten Formen imaginärer Reisen im Prater waren die Wasser- und Schiffskarussells, die in den 1890er Jahren aufkamen. Man stieg etwa bei einem Schild mit der Aufschrift Triest ein, schaukelte in einem kleinen Boot über das Wasser und ging beim Schild Hamburg wieder an Land. Andere Fahrgeschäfte im Prater setzten auf kleine Bahnen in Kombination mit den bewährten illusionistischen Mitteln der Panoramamalerei. 1895 existierte beispielsweise eine Dioramabahn, mit der man vorbei an den vom bekannten Theatermaler Gilbert Lehner festgehaltenen markantesten landschaftlichen Schönheiten eine Reise von Genua nach Nizza unternehmen konnte. Der sogenannte Zentralbahnhof im Prater, dessen Eingangsbereich als Bahnhofshalle mit wechselnden Lichtsignalen eingerichtet war, wurde 1919 eröffnet. Ein, ich zitiere, gut gearbeiteter künstlicher Schaffner lud zum Mitfahren ein. Und im Gerüttel des fahrenden Zuges konnte man sozusagen eine Reise Wien-Konstantinopel, Wien-Nizza oder Wien-Paris nacherleben. Nach dem Motto, keine Reise ohne Ansichtskartengruß an die Daheimgebliebenen, hielten viele Unternehmer von Reiseillusionen im Prater Postkarten zum Verkauf bereit. Die Idee, von einer imaginären Reise eine Ansichtskarte verschicken zu können, verdoppelte gewissermaßen die Illusion, die damit auch auf die Postkartenempfänger übertragen wurde. Diese Karten waren etwa mit der Aufschrift Gruß vom Nordpol im KK Prater oder Gruß vom Meeresgrund bedruckt und erfreuten sich großer Beliebtheit. Schon wenige Tage nach der Öffnung des Praters für die Allgemeinheit im April 1766 lagen die ersten Ansuchen von geschäftstüchtigen Gastwirten vor, die im Prater eine Ausschank, eine Weinbude, einen Würstelstand oder ein Gasthaus eröffnen wollten. Nachdem binnen kurzem die gesetzlichen Möglichkeiten dafür geschaffen worden waren, errichteten etliche Besitzer von Stadt- und Vorstadtgasthäusern für die Sommermonate eine Praterhütte. 1782 waren bereits 43 Wirtshäuser zu verzeichnen, von denen viele neben einem Kegelspiel, ein Kasperltheater oder auch eine Schaukel betrieben. Wie frequentiert die Pratergasthäuser waren, lässt sich etwa aufgrund einer Statistik der Wiener Allgemeinen Zeitung erahnen. Allein am Pfingstsonntag des Jahres 1852 wurden in den Praterwirtshäusern 12.000 Hühner, 4.000 junge Gänse und mehr als 300 Ochsen verarbeitet. Ziemlich eindrucksvoll. Musikalische Darbietungen durften nicht fehlen. In vielen Gasthäusern wurde auch getanzt. Oft standen Bühnen für die Aufführung von Possen, Schwenken und Varieté-Darbietungen zur Verfügung. Kegelbahnen und Billardtische sorgten für weitere Unterhaltungsmöglichkeiten. Gut, dann nächstes.